Wenn du zum Beispiel mal einen Ofen gebaut hast, wenn es kälter wird, sind wir vorbereitet. Tag 10. Tag 10. Ich habe sehr viele nette Dinge gefunden. Was für eine Nacht. Wie sieht es bei den anderen aus? Wurdet ihr angegriffen? Die wurden ausgeplündert. Oh. Pavel hat unseren Nachbarn dabei geholfen, ihren Unterschlupf zu verstärken und ist nun wohlbehalten zurück. Es gab eine Belohnung, einmal Schnaps. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie schienen nicht sehr entschlossen zu sein und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet, keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit, also alles gut gelaufen. So, die Leute, die müde sind, lass mal schlafen. Es dürften alle sein, denn Pavel hat ja auch geholfen. Pavel ist sehr hungrig, lass uns essen. Alter Schwede, habt ihr es gesehen? Dann fliegen. Hat ja ganz merkwürdige Eigenschaften. Pavel isst erstmal was, aber alle sind mittlerweile müde. Da wir alle was gemacht haben in der Nacht. Wir hören kurz Radio. Immer schon. Klassische Musik. Immer schon. Menschen durchstreifen die Straßen und verlassenen. Und Menschen durchstreifen die Straßen und verlassenen Häuser. Sehr merkwürdiger Satz, ja. Vermute mal, ist gemeint, dass die einfach nur die Menschen die Straßen durchstreifen und verlassene Häuser nach allem durchsuchen, was essbar, brennbar oder handelbar ist. Wenn die Stadt nicht bald Hilfeleistungen erhält, wird die Situation verhängnisvoll. Das heißt nun, jetzt wird langsam Kriminalität angekündigt. Das heißt, verstärkt wollen wir damit achten, dass wir nachts angegriffen werden. Und wir sollten uns überlegen, ob wir jetzt mittlerweile zwei Wachen immer aufstellen. Ab jetzt macht es Sinn, dass wir zwei Wachen aufstellen, wenn wir sowas im Radio hören. So. Hier legen wir nochmal einen Filter nochmal nach. Solange es noch nicht Winter ist, so viel Wasser herstellen wie nur möglich. Können wir nur was verbessern. Ich würde sagen, erstmal die Werkbank, damit wir die Tür verstärken können. Ja, können wir. So, verbessern wir die Werkbank. Dann wären wir in der Lage, hier noch die Haustür zu verstärken und noch so eine, ja, so eine Blechdose hinzuhängen, die als Alarm dient. Gucken, ob wir das Material dafür haben. Und wir müssen bedenken, Pavel muss unbedingt noch schlafen. Vermuten wir irgendwie. Ich glaube, Marco müsste hungrig, sehr hungrig sein. Jetzt sind wir auf dem höchsten Stand, was die Werkbank betrifft, aber ich kann die Tür noch nicht verstärken. Uns fehlen noch mehr Bestandteile. Also wieder mal darauf achten, dass wir Bestandteile organisieren. Den Mixer haben wir schon gesehen, brauchen wir demnächst. Stellen wir mal her. Um den hier zu verbessern. Den Schraubstock hier. Die Metallwerkstätte, so nennt die sich. 19 Grad ist in Ordnung, sollte niemand erfrieren. Niemand ist an der Tür, ist der Händler. Da braucht man Katja für. Das heißt, sie warten, bis sie wach ist. Steht hier in der Bio. Meine Freunde sind sehr hungrig. Sie mit Essen zu versorgen, sollte meine Priorität sein. Naja, das ist Markus momentan hungrig. So. Ja, Pavel, du musst warten, bis Katja aufsteht. Und der Franco muss warten, bis Katja aufsteht. Denk an die Säge. Ja, ist eine gute Idee. Ich danke dir für den Tipp. Würde ich sagen, können wir gleich herstellen. Und dann gehen wir nochmal zur Scharfschützenkreuzung, sofern wir das können. Sofern die Straße nicht abgeriegelt ist. Stellen wir mal eine Säge her. So, sie ist wach, wunderbar. Dann kann Pavel sich hinlegen und Katja kann handeln gehen. Immer wieder eine Menge Wertgegenstände bekommen. So, Pavel, du legst dich hin. Und du setzt dich hin. Ne, du kannst doch was essen. Hier ist was. So, Katja. Gehen wir mal handeln hier. So, wir haben Kräuterbollos, die verkaufen wir. Wir möchten dafür haben den Filter und Material, Bestandteile vor allem. Tun wir noch einen Tropfen Wasser dazu? Nein. Handel. Nächste. So, jetzt haben wir hier noch Verbandszeug, da müssen wir eine Menge für bekommen. Ich möchte dafür haben, Gemüse hat er leider nicht dabei. Nehmen wir halt noch Bestandteile und Holz. Mist. Das ist zu wertvoll. Habe ich noch was nicht so wertvoll? Ja, wir haben noch 10 Diamanten haben wir, alter Schwede. Wir haben noch 10 Diamanten. Das können wir mit Diamanten ausgleichen. Hier, gib mir die Bestandteile. Weil Diamanten sind vollkommen sinnlos.
Zumindest im Krieg sind die sinnlos. Da holen wir uns lieber Schrottteile dafür. 10 Diamanten, das ist eine Menge wert. Wasser ist auch nicht schlecht. Handeln. Hier ist dann noch ein Diamanten. Mit Holz und Wasser. Hier noch ein Brennstoff? Nope. Handeln. Noch irgendwas, was ich brauchen könnte? Eigentlich nicht, ne? Erstmal nicht. Sieht gut aus. Haben wir gut gehandelt. Sagen wir ihm tschüss. Vielen Dank. Und wir können mal Wasser nachlegen. Wir haben an die Säge gedacht, die haben wir hergestellt. Also mittlerweile läuft sie, ja. Besser als bei Fast as a Light. Wieso pennt der nicht? Läuft hier Pavel rum. Unglaublich. So. Müssen alle wach sein. 19 Grad ist in Ordnung. Wir könnten ruhig mal schauen, ob wir noch was herstellen können. Die Tür war ja eine Sache, ne? Weil jetzt die Kriminalität losgeht, wäre es nicht schlecht, wenn wir die Tür verstärken könnten. Top. Hier, Katja. Versteck mal die Tür. Und du machst dich mal innerlich geistig vorbereiten, dass wir gleich nochmal plündern gehen. Erneut die Scharfschützenkreuzung. Wir verstärken die Tür, machen dort einen künstlichen Alarm dran. Sind wir auch besser gerüstet gegen die Kriminalität draußen, als die vorhaben, hier bei uns einzubrechen. So. Alarm ist versehen. Können wir mal nachlesen. Hier. Zum Glück ist unser Unterschlupf ein Ort, wo wir eine Ruhepause vom Krieg einlegen können. Wir haben nur einen Stuhl, wir haben Betten und können unter vernünftigen Bedingungen schlafen. Falls jemand krank oder verletzt wird, haben wir einen Ort zum Ausruhen. Wir haben ein Radio hergestellt und hören es gerne. Wir sind froh, dass wir viele Bücher haben. Lesen hilft einen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben gewährt mir eine kurze Ruhepause in diesen schwierigen Zeiten. Wochen einmal Kaffee pro Tag und der geht uns heute aus. Wir haben alle Löcher in unseren Wänden mit Brettern zugenagelt, die Tür verstärkt und ein improvisiertes Alarmsystem installiert. Die meisten Angriffe von Banditen sollten wir abwehren können, selbst wenn wir im Schlaf überrascht werden. Also momentan muss ich sagen, haben wir einen sehr, sehr guten Run. Es sieht sehr, sehr gut für uns aus. Wirklich sehr gut. Beenden wir den Tag. So, schade, ja? Wegen Kämpfen können wir nicht dorthin gehen. Das heißt leider, die Säge bringt uns jetzt nichts mehr. Wir müssen jetzt woanders hingehen. So. Hier sind Rentner im ruhigen Haus. Zivilisten, die wir töten müssten. Das kleine Wohnhaus, die sind ebenfalls Leute. Das einzige, wo keine Leute sind, ist momentan die bombardierte Schule. Allerdings wurde uns da empfohlen, dass wir eine Schaufel mitnehmen. Wir haben aber keine Schaufel. Ist aber momentan der einzige Ort, den wir jetzt besuchen könnten, wo wir noch was rauskriegen könnten. Scharfschützenkreuzung bleibt leider erstmal gesperrt und es kann sein, dass alle Orte, die wir bereits schon entdeckt haben, dass die dann geplündert sind. Ja, es kann also sehr gut möglich sein. So, wir stellen zwei Wachen auf. Katja steht Wache, Pavel steht Wache und wir gehen plündern. Wir haben ja zwei Betten, das sollte wunderbar funktionieren. So, bombardierte Schule. Wir bereiten uns vor. Wir haben leider nichts, was wir mitnehmen könnten. Außer halt eine Brechstange. Ich weiß nicht, ob ich eine Säge brauche in der Schule. Kann sein. Ich würde sagen, wir nehmen mal vorsichtshalber eine mit, ja? Nehmen wir mal eine mit. Und ja, wir latschen los. Wir müssen auch bedenken, und bald gehen unsere Sachen auch kaputt, ja? Die Axt sowie auch die Brechstange. Müssen wir also demnächst auch erneuern. Reparieren kann man die nicht. Man kann halt nur eine neue herstellen. Gucken wir mal, was in der Schule abgeht. Errungenschaft freigeschaltet. Die Wache verdoppelt. Ich habe gehört, dass sie in den Klassenräumen waren, als die Bombardierung begonnen hat. Was ist mit den Kindern geschehen? So, hier werden wir alles reinpacken. Das heißt, wir gehen erstmal so lange weiter und räumen erstmal Sachen weg. Wir müssen es ja irgendwie durcharbeiten. Wir hören die Geräusche. Hier haben wir zweimal Schutthaufen. Es wird ein bisschen lange dauern, die wegzuräumen. Guck mal, dass wir nur das Nötigste wegräumen müssen. So, hier könnten wir durchrendern. Entfernen wir den Schutthaufen. Ich blende mich kurz aus. Und wir machen hier ganz, ganz cool weiter. Ja, die Rentner, die müssten wir tatsächlich töten. Wenn wir ins ruhige Haus gehen, um die auszuplündern. Exotic Reapers, ich grüße dich.
So, meine Stimme ist mittlerweile wieder da. Aber er ist noch nicht ganz fertig hier. Wir müssen es ein bisschen durcharbeiten. Da ist die Räume sind mit Hand weg. Dann gehen wir hier lang, öffnen die Tür und dann können wir hier lang rennen. Ist besser, als wenn wir hier lang gehen und zwei Schutthaufen vor der Nase haben, ohne Schaufel. Ja, es ist jetzt 10. Nacht für uns. Wir haben einen Toten. Aber sonst kann man sagen, Leben wagt wie die Bonzen. Was uns halt noch fehlt, sind Waffen. Ja, also richtige Waffen und zur Verteidigung. Mal gucken, ob wir die uns auch irgendwann hier demnächst mal organisieren können. Immer ein Baumaterial. Nehmen wir erstmal vorsorgshalber alles mit. So, öffnen hier diese abgesperrte Tür. Das ist also das Warfmein, genau. Das ist ein sehr, sehr schönes Anti-Kriegsspiel, was mitten im Krieg stattfindet. Schauen wir uns hier mal gründlich um. Sehr gut, Zahnräder brauchen wir zum Upgraden. Nehmen wir auch alles mit. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie eine Abkürzung freischalten können. Eine Säge. Da wir jetzt hier vor kurzem erst unsere Werkbank verbessert haben, brauchen wir halt wieder gut Material, um weitermachen zu können. Hier haben wir wieder Geräusche unter uns. Ich hoffe, dass es Ratten sind, keine Menschen. So, hier sind die beiden Schutthaufen. Die räumen wir aber nicht mehr weg. Können wir hier noch irgendwas machen? Könnten wir aufsägen. Tun wir das? Dann haben wir hier eine Abkürzung freigeschaltet. Hat sich die Säge doch gelohnt, die wir uns hergestellt haben. Gucken, was hier noch ist. Kaputter Helm. Den können wir reparieren. Wir haben eine kaputte Pistole. Und gute Sachen. Nehmen wir mal mit. Was haben wir hier? Ich habe einen Brief gefunden. Mama, es ist schrecklich. Jemand hat ein Mädchen erschossen, das ich kenne. Der Mann soll ein Scharfschütze sein. Ich kann nicht glauben, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Sie war so ein gutes Mädchen. Was hat sie dem Scharfschützen getan? Sie haben heute den Strom ausgeschaltet. Die Lehrer haben gesagt, dass wir heute etwas länger in der Schule bleiben müssen. Ich weiß nicht warum. Ich will dich und Papa wiedersehen. Zumindest haben sie versprochen, dir diesen Brief zu schicken. Kommst du und holst mich nach Hause? Ich würde sagen, da der Brief noch hier drin liegt, hat der Brief niemals die Schule verlassen. So, Abkürzung freigeschaltet. Dann bringen wir mal alles hier in den Anfang. Hier hin. Schön. Legen wir alles hier rein. Alles, was wir jetzt in Zukunft finden, lagern wir hier. So. Gucken wir hier noch so alles mitnehmen. Nehmen. Wir auch. Nehmen wir alles mit. So. Hier auch. Haben wir hier Schönes? E-Teile. Ist auch wichtig. Man stoffaktiv war. Es ist 2 Uhr. Wir müssen unbedingt die Uhrzeit im Auge behalten. Denn 6 Uhr ist hier Schicht im Schacht. Oh, hier ist sogar jemand. Sie haben mir wieder mein Essen genommen. Okay, der Depris. Und überall Leute. Das muss dieser Eindringling sein. Ich muss diesen Lärm auf den Grund gehen. Oh oh. Haben wir einen Fiesen dabei? Nehmen wir so gut wie alles mit. Also der Typ scheint nicht gerade begeistert zu sein, dass ich hier rumlaufe. Aber er hat gesagt auch nichts. Ich gehe mal an ihm vorbei. Gut aus. Bringen wir alles wieder weg. Also hier leben noch Leute in der Schule. So, alles hier hin. Menge Zeile haben wir hier. Guck mal, ob wir das alles nach Hause kriegen. Zumindest ist es momentan der einzige Ort, den wir jetzt besuchen können, ohne irgendwelchen Leuten Schaden zuzufügen. Hier ist nichts, sagt er. Gucken wir uns hier oben nochmal um, ob ich irgendwas liegen lassen habe. Hier oben ist auch noch was. Genommen.
Also wirklich eine Menge Baumaterial hier. Meine Mark sieht gut aus. Nehmen wir die Abkürzung ganz kurz. Und lagern nochmal alles ein. Natürlich eine Menge Material hier, ja. Also hier können wir auf jeden Fall ein paar Mal hingehen. Solange die Straßen abgeschottet sind. Tagen 4.30 Uhr, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Backt auch gerade, ich sollte zurückkehren. So, wir nehmen Baumaterial mit, auf jeden Fall. Die vier Zahnräder nehmen wir mit. E-Teil haben wir 3. Nehmen wir mal mit. Und Holz. Jetzt sagen wir, nehmen die kaputte Pistole und den Helm noch mit. So, ab nach Hause. Der Ödland-Staubsauger, nehmen wir alles mit, richtig. Park 11. Hallo, seht euch die ganzen Dinge an. Ich wünschte, ich würde jede Nacht so viel mitbringen. War eine ruhige Nacht. Können wir hier noch einen Filter anstellen? Dann müssen wir wieder weg. Nee, haben keine mehr. Gut, dann legen sich bitte alle schlafen. Wir hatten 2 Wachen aufgestellt. Zumindest haben wir eine ruhige Nacht. Ich überlege nun, ein drittes Bett herzustellen, wenn wir 2 Wachen aufstellen. Sie ist sehr hungrig. Wir sollten heute Essen kochen. Wir stellen auf jeden Fall nochmal ein Bett her. Wenn man 3 Leute tatsächlich immer brauchen jede Nacht, dann sollte man ein drittes Bett haben. So, wo wollen wir das hin? Ich würde sagen, hier. Mal gucken, wer ist alles sehr hungrig? Nur Katja. Dann gucken wir mal, vielleicht wie viel Essen wir herstellen können. Wir haben 3 Gemüse. Ich glaube, 6-mal Essen sollten wir hinkriegen. Wir haben es 19 Grad, darauf müssen wir auch achten. Sieht echt cool aus, das Spiel. Wie lange braucht man es, um es sogar durchzuspielen? Beziehungsweise hat das ein Ende. Ja, es hat ein Ende. Man kann also den Krieg tatsächlich überstehen. Aber das kann unterschiedlich lang sein. Wenn man jetzt so ein Spiel spielt wie ich, was zufallsgeneriert ist, kann der Krieg von 40 Tagen bis keine 80 Tagen dauern. Man kann aber auch später eigene Geschichten schreiben und selbst eigene Charaktere hinzufügen. Was ziemlich cool ist zum Beispiel. Habe ich auch schon gemacht. Da hatten wir dann quasi, Leute haben mir im Chat ihre Fotos zugeschickt. Und dann haben wir hier mit Chattern überlebt. Mit den Gesichtern aus dem Chat haben wir dann Leute erstellt, auch den Namen verpasst. War ganz lustig, hat Spaß gemacht. Mal gucken, ob er an der Tür klopft gleich. Wir lassen uns mal alle schlafen, weil wir momentan 2 Wachen pro Nacht aufstellen und eine Person geht plündern. Das DLC habe ich auch nicht, muss ich sagen. DLC habe ich auch noch nicht. Aber wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir überlege zu holen. Denn das Spiel macht schon eine Menge Spaß. Ich spiele jetzt auf dem PC, auf Steam spiele ich das. Sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwer kommt. Heute zumindest. Warten wir, bis einer wach wird. Denn wir müssen Essen kochen. So, würde ich sagen, hier ist auch Falle fertig. Dann würde ich sagen, macht Pavel Essen kochen. Und Marco bestückt die Falle neu. Kannst du die Pistole schon herstellen? Kann sein. Kann auch sein, dass ich erst noch einmal upgraden muss. Wir stellen 6 Mahlzeiten her, wenn geht. Woran hapert's denn? Wir haben 56 Wasser. An Fleisch hapert's. Okay, dann warten wir ganz kurz, bis sie das Fleisch rausgeholt hat. Und dann können wir 6-mal Essen. 6-mal Essen herstellen. So, hier legen wir eine Konservendose als Köder rein. Dann brauchen wir auch kein Fleisch dafür. Gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade? Ja, man kann halt einstellen, wenn man dann später, sag ich mal, selbst ein Spiel generiert, kann man auch einstellen, wie hart die Winter werden, wie hart die Kriminalität ist, kann man sich alles einstellen. Wir haben jetzt gerade ein zufallsgeneriertes Spiel. Ich habe auch gar keine andere Chance, denn das ist das erste Spiel, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Ich hatte keinen Spielstand mehr vor dem Spiel. Und ja, wir sind jetzt quasi im allerersten Zufallslauf. So, ich würde ganz gerne wieder Filter erstellen. Andersrum haben wir auch mittlerweile eine Menge Wasser. Ich stelle schon mal ein Thermometer her. Das wird nämlich demnächst der Fall sein. Das brauchen wir. Thermometer. Mit dem Waffenherstellen, da sehe ich momentan noch von ab. Da ich die Hoffnung habe, dass wir demnächst richtige Waffen finden. So.
Kann Katja gleich was essen? Schaut nochmal Radio an. So, hören wir mal. Das Neue soll immer noch schön sein. Klassische Musik. In Pogoren wird derzeit mit Zigaretten und Tabak bezahlt. Diese Güter gehen der Stadt allerdings langsam aus. Was wird also geschehen, wenn nichts mehr übrig ist? Menschen durchstreifen die Straßen. Also momentan ist eine sehr hohe Kriminalität draußen. Auf jeden Fall sollten wir zwei Wachen immer aufstellen. Ich würde sagen, wir stellen nochmal eine zweite Falle her, um noch mehr Essen zu organisieren. Wir haben zwar jetzt aktuell genug, aber das wird auch wieder ausgehen. Stellen wir nochmal eine zweite Falle hier neben und bestücken die mit der zweiten Konservendose. Habe ich eigentlich jetzt Filter hergestellt? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Nein, lass ich auch erstmal. Ich brauche die Bestandteile für andere Sachen. So, Katja ist fertig. Sie isst was. War ja sehr hungrig. Medikamente und Verbandszeug haben wir auch noch in Hülle und Fülle. Das passt also. So, hier steckt mal eine Konservendose rein. Wenn keiner kommt, dann können wir nicht in die Nacht gehen. War irgendwas noch? Ich glaube, ich stelle nochmal eine Säge her, würde ich sagen. Wir können ja hier mal schauen, ob wir bereits die Pistole reparieren. Wir könnten sogar die Pistole reparieren. Kostet aber 5 Waffenteile. Den Helm könnten wir reparieren. Kostet auch Zahnräder. Warum auch immer, ja. Ich habe also noch niemals in einem Helm Zahnräder gesehen. Aber gut, wir stellen erstmal nur die Säge her. Andersrum, ich halte es eigentlich für gar nicht dumme Idee. Die Pistole ist halt die Pistole. Die können wir zur Verteidigung nehmen. Warum nicht? Habe ich es zwar noch nie gemacht, aber wir reparieren mal die Pistole, die wir mitgenommen haben. Einfach nur für die Verteidigung des Hauses. Die nehmen wir also nicht offensiv mit, sondern nur für Verteidigung. Wie viele Kugeln haben wir denn? Wir haben 5 Kugeln. Müssen wir also gucken, wie viele davon benötigt werden. Ansonsten haben wir auch eine Menge Waffen zu Hause. Wir haben eine Axt und wir haben eine Brechstange. Zahnradhelm. So, Säge haben wir hergestellt und die Pistole haben wir hergestellt. Jetzt haben wir jetzt auch eine Waffe zur Verteidigung zu Hause. Tag können wir beenden, das war's. Wolltest du noch Schaufel wollte ich mir nicht bauen. So. Wo waren wir denn? Waren wir in der Schule, ne? Aber jetzt haben wir ein paar neue Orte. Der Militärstützpunkt ist neu, können wir aber nicht betreten. Die Kirche der Heiligen Maria ist da. Reisebüro wäre zugänglich. Dieses kleine und doch luxuriöse Hotel war früher im Besitz des Reisebüros von Pogoren. Kurz vor der Belagerung sind die Besitzer und die ausländischen Journalisten, die dort einquartiert waren, aus der Stadt geflohen. Kürzlich ist dort jemand eingezogen und hat verlauten lassen, dass er offen für Tauschhandel ist. Vielleicht hat er etwas Nützliches für uns. Also hier können wir tauschen gehen. Und das Stadtkrankenhaus ist neu. Es wurde mehrmals bombardiert, brannte und wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch im Betrieb. Ein Teil des Krankenhauses nimmt auch immer Patienten auf und rettet Leben. Das ist vor allem Dr. Jefimov, einem renommierten Chirurgen, zu verdanken. Er bleibt standhaft und hält die anderen auf Kurs. Also wir haben neue Orte, die wir besuchen können, aber auch ein paar sind nicht zugänglich. Aber das Krankenhaus wär's. Wir waren vor kurzem in der bombardierten Schule und da gab es ja noch einige Sachen zu holen. Ich würde sagen, da gehen wir nochmal hin. Wir stellen wieder 2 Wachen auf und mit Marco gehen wir plündern. So, wir nehmen mit nochmal eine Säge und gehen plündern. A-Space, ist es möglich, während des Tages angegriffen zu werden? Während des Tages meines Wissens nach nicht, aber das kann natürlich durch ein DLC anders sein. Kennen wir da das DLC nicht? Wo es irgendwie mit Kindern, ich glaube irgendwas mit Kindern ist das. Aber soweit ich weiß, kann man nicht während des Tages angegriffen werden. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Nehmen alles mit. Hier braucht man sogar eine Säge, zufälligerweise. Dann sägen wir das hier mal auf, gucken, vielleicht ist hier Gemüse drin. Gemüse können wir gut gebrauchen, da wir jetzt vor kurzem alles an Gemüse aufgebraucht haben, um Essen zu kochen. So, schauen wir mal hier. Das ist Diebstahl. Das Zeichen ist für Diebstahl. Das heißt, wir klauen gerade. Tatsache, 4 mal Gemüse drin. Nehmen wir mit. Also diese andere Hand, das ist Diebstahl und das hier ist einfach zugreifen. Wenn wir bei Diebstahl begehen, wirkt sich das auf die Truppe aus. Also auf die Leute hier. Ich mag diesen Typ hier nicht. So, was haben wir hier im Kühlschrank? Wow. Ja, also eine Menge Baumaterial hier im Kühlschrank.
gucken wir mal weiter. Was sind wir denn noch? Also hier scheint ein Obdachlosenheim zu sein hier. War das rum? Im Krieg sind alle obdachlos. Was haben wir hier? Eine Notiz an jemanden. Ich habe, so wie du wolltest, hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe dort bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob es dir passt. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Kühlschrank zurück. Jetzt sehen wir hier was Neues. Das ist quasi hinter dem Kühlschrank. Fleisch und Schnaps. Das Fleisch nehmen wir mit. Und Schnaps auch. So. Hier, das wäre auch Diebstahl. Hier ist so eine Kiste. Bei den Obdachlosen hier. Schauen wir uns hier oben um. Hier ist auch ein Medizinschrank. Hier müsste ich aufbrechen. Mit einer Brechstange. Wow, richtig gute Medikamente. Das sind super Tauschgegenstände, die nehmen wir mit. Hier müsste ich mit der Brechstange aufbrechen. Das wäre Diebstahl. Wahrscheinlich hätte ich dann auch die auch als Gegner. Wenn ich dann in ihre Kiste gehe. Muss wir alles mitnehmen hier. Hier waren noch eine Menge Sachen drin. Bringen wir alles nach vorne. Eine Tasse Kaffee wäre nett, sagt er. So, das Wasser nehmen wir mit, weil es Winter wird. Und weil es halt ein voller Stack ist. Man sollte immer volle Stacks bevorzugen, bevor man einzelne Gegenstände mitnimmt. Immer schön Stacks mitnehmen. Liegt auch hier mit auf dem Boden rum, ja? Der hier auch. Kriegen wir alles nach vorne. Hast du schon mal Don't Starve gespielt? Ne, habe ich noch nicht. Die hab ich auch nicht gekauft, muss ich sagen. Kann ja auch nur Spiele spielen, nicht kaufen. So, bringen wir alles hier hin. Aber ich kann halt sagen, halt, das Spiel lohnt sich hier auf jeden Fall. Genau wie Fastest and Light, was wir davor gespielt haben. Das sind alle Spiele. Das sind so eine kleine Indie-Games, die machen wirklich eine Menge Spaß. Das hier war sogar teilweise sehr lange Zeit lang mein Lieblingsspiel hier. So auf mein. Ist es überhaupt möglich, ohne Diebstahl zu überleben? Ja, ist es. Habe ich auch schon oft. Habe ich schon oft ohne Diebstahl den Krieg überlebt. Ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir es diesmal auch schaffen. Ohne Probleme. Wir werden dem nächsten Level erreichen, da sind wir dann die Bonzen. Die Bonzen des Krieges. Und ich denke mal, da werden wir nachher einen richtig schönen Remi-Demi machen. Und sag ich mal, die Bösen ausschalten. Wir werden nämlich dann quasi unsere Leute hier zu Soldaten ausbilden. Und dann werden wir auf Jagd gehen. So wird das hier demnächst ablaufen. Ich dachte, genau für die Moral ist der Alk und die Gitarre da. Ja, die Gitarre ist sogar in der Tat sehr gut. Wenn man jemanden hat, der das spielen kann. Der DLC kostet bei Steam 99 Cent unglaublich. Echt jetzt? Ja, dann würde ich es auch Insta kaufen. Habe ich ja noch nicht informiert, muss ich sagen, was der kostet. Da ich letztes Mal, also es war auf mein, schon länger her, als ich das angefasst hatte. So, können wir noch irgendwas stapeln? Wasser können wir stapeln. Haben wir noch irgendwas zum Stapeln? Nee. Aber auf jeden Fall müssen wir nochmal hierher, sehen wir ganz klar. Und die ganzen Wertgegenstände nehmen wir mit, denn damit können wir mit Franco handeln und ebenfalls Bestandsteile und Holz bekommen. Dick or die, kannst du auch mal ansehen. Ja, immer eine Menge Spieltipps, aber morgen ist XCOM dran, ja, morgen ist XCOM dran. Ich bin froh, dass ich so einen Tag wie heute mal machen kann, dass ich euch nochmal das War of Mine zeigen kann. Oder halt Fastest and Light oder halt Punch Club, das Spiel hat uns ja Crash Quiz geschenkt. Da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, spielen wir quasi hier nach, deswegen habe ich ja gesagt, es wird ein längerer Stream heute. So, eine ruhige Nacht, mal eine schöne Abwechslung. So, haben wir nochmal schnell Radio, muss ich alle hinlegen. Die kommenden Tage wird schön. Klassische Musik. Keine neuen Nachrichten, ja? Keine neuen Nachrichten. Dann sollen alle Leute, die sehr hungrig sind, was essen. Die Leute, die nicht, die sollen sich schlafen legen. Biografie. Marco hat es für uns getan. Wir sollten dankbar sein. Ja, weil wir geklaut haben, ja? Wir haben jetzt gerade zum ersten Mal geklaut. Das war das Gemüse. Und deswegen kommt diese Nachricht gerade. Das Gemüse haben wir geklaut und das ist ja indirekt hassen sie jetzt Marco dafür. Ja, wenn wir überleben, können wir Marco dafür danken, weil wir das Gemüse geklaut haben. Ich muss sagen, viermal Gemüse ist wirklich eine Menge wert und echt ganz gut zu haben. So, lassen wir die beiden Leute, die sehr hungrig sind, was essen und dann lassen wir alle schlafen. Gucken wir mal, wenn es an der Tür klopft, wecken wir Katja auf. Buhu, ich grüße dich, willkommen im Channel. Ein neuer Name. Ja, willkommen, ne? Schauen wir mal, ob wer an der Tür kommt heute. Ist es auch Textur, aber es ist ja leider so bei Konsolen, ne?
bei Konsolen ist es leider immer so, dass die halt total teuer sind. Oh, ich sehe gerade hier, die Falle ist fertig. Warte mal, Katja wird wahrscheinlich eh gleich aufstehen wegen Franco. Ich vermute gleich, klopft es irgendwas. Nehmen kurz Katja, bestücken die Falle. Wir haben zwar keine Konservendosen mehr, aber wir können ja ein Fleisch reindrücken. Du bist kein neuer Name. Dann tut's mir leid, dann warst du schon länger nicht mehr da. Ah, Fallout 4. Okay, ist schon eine Weile her. Dann bin ich entschuldigt. Dann ist schon länger her. So. Da klopft's auch schon an der Tür. Bin ich froh, dass ich Katja auch geweckt habe. Wen haben wir denn hier? Wer ist das? Wer bist du? Kann ich hierbleiben? Ich bitte um Verzeihung. Es ist mir peinlich zu fragen, aber dürfte ich eine Weile hierbleiben? Mein Zuhause ist auf der anderen Seite der Front und ich kann dort nicht länger hingehen. Ich habe versucht, in meiner Kanzlei zu bleiben, doch diese Gegend ist seit kürzerem äußerst gefährlich. Ich kann sonst wirklich nirgends hingehen. Okay, Leute. Ich möchte, dass ihr das entscheidet. Wollen wir Emilia aufnehmen? Das ist eine Anwältin. Sie hat keinerlei nützliche Skills, gar nichts. Ja, es wäre einfach nur ein Maul, das wir füttern müssen. Aber ich will euch da nicht beeinflussen. Ihr entscheidet, ob wir die in unser Haus holen, ja? Ihr entscheidet. Warte. Ja, das große Problem daran ist, unsere Leute werden traurig, wenn wir Leute abweisen, ja? Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Vorteil, weniger Essenbelastung. Nachteil halt, sie hat keine nützlichen Fähigkeiten. Ich guck nochmal die Antworten durch. Nee, hässlich der Alte, do it! Ja, ja, ja. Ja, nö, nein. Hot. Naja, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne, eine Frau würdet ihr auf jeden Fall reinlassen, oder? Mit Sicherheit. Ihr müsst mal so denken, die Arme hat Familie und krepiert wahrscheinlich. Was würdest du im Real Life machen? Also ja, eine Wache mehr. Alles klar. Nee, bei so vielen Leuten, da sagen wir dann auch, alles klar. Emilia, du bist willkommen. Du bist willkommen. Ja, da, nehmen wir sie mit. Ich blende mich auch gleich wieder ein. Wir nehmen sie mit. So, also haben wir noch ein Maul zu füttern. Sie ist leicht krank. Geht also gleich gut los hier. Wie viele Medikamente haben wir denn? Gut, wir gucken, ob sie so regeneriert. De facto ist, wir brauchen ein neues Bett. So. Die muss ich gleich wieder hinlegen. Denn sie war von Anfang an schon müde. So, dann stellt man ein eigenes Bett her. Das hatte jeder als Aufgabe. Jeder, der neu ist, muss ein eigenes Bett bauen. So, wo platzieren wir das mal? Tja, ich würde sagen, es wird ein neues Stockwerk. Hier, neben den Rattenfallen. Ich finde ja auch, die könnten ruhig in Doppelbetten schlafen, ja? Wird die Gruppe denn demotiviert, wenn diese stirbt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch schon ganz am Anfang, am Tag 4, haben wir Bruno verloren. Er ist bei 18 Grad Raumtemperatur erfroren. Ohne Witz, ist uns wirklich passiert. So, alle schlafen? Nee, hier haben wir zwei Wache. Kollegen. Ist hier irgendwer sehr hungrig? Wir haben hier was. Ist das hier Biografie? Arme Leute. Ich weiß, dass es grausam war, ihre Vorräte zu nehmen, aber es geht um unser Überleben. Also, ja, er ist ein bisschen selbst von sich, ja. Hasst sich selbst ein bisschen, weil er das Gemüse mitgenommen hat. Allerdings war es echt gut, dass wir es bekommen haben. Denn ohne Gemüse ist es hier echt schwer mit Essen. Du bist leicht krank. Nutz dein Bett. Bett gesund. Wir machen jetzt eine neue Wache. Sieht aber eigentlich ganz gut aus soweit. Ich glaube, erstmal will ich nichts weiter upgraden. Und wir beenden den Tag und gehen jetzt nochmal in die Schule. Wir müssen eine Brechstange mitnehmen. Ja, wir müssen eine Brechstange mitnehmen. Ja. Beenden wir den Tag. Wir nehmen diesmal eine Brechstange mit. Denn da gab es ja noch einen Raum in der bewirteten Schule.
Da haben wir noch nicht genau geguckt. So, jetzt haben wir mittlerweile 4 Leute. So, da sie krank ist, lassen wir sie schlafen. Wir haben immer noch unsere 2 Wachen. Das ist Katja und Pavel. Und Marco geht plündern. Bombardierte Schule. Wir bereiten uns vor. Diesmal nehmen wir mit eine Brechstange. Den Rest lassen wir zu Hause. Wie baut man Soldaten? Kaufen wir das Spiel morgen deshalb. Also man kann sich keine bauen, sondern man kann halt seine Zivilisten umfunktionieren als Soldat. Heißt aber nicht, dass sie gut sind oder so, aber ja, wir werden sehen, ja. Wir werden auf jeden Fall hier in diesem Run noch Rambazamba machen. Wir werden mit der AK-47 rumschießen. Wir werden uns vollkommen einkleiden. Es wird hier alles noch passieren. Schauen wir hier. Holz, nehmen wir mit. Ist ja auch kein Diebstahl. Ja, das Zeichen für Diebstahl sieht ja ganz anders aus. Das kann ich euch hier gleich nochmal zeigen. Und man geht dann in der Straße herum, keine Leute töten. Also nicht in der Straße, sondern eher halt in feindliche Einrichtungen. Denn man kann dann nicht nur Zivilisten oder... Man kann ja nicht nur Zivilisten überfallen oder Orte besuchen, wo Zivilisten sind, so wie hier, sondern man kann ja auch zu Orten gehen, wo das Militär ist oder Banditen, ja. Die kann man dann eliminieren, ohne dass die Moral der Truppe gleitet. Hier haben wir alles abgecheckt. Aufgebrochen haben wir auch schon. Und gucken, was wir noch liegen lassen haben. Nimm es mit. Silberzahntiger, ich grüße dich. Schön, dich zu sehen. Ich blende mich auch gleich wieder ein. Street Fighter Style. Round 1. So, hier haben wir noch ein paar Sachen drin. Gucken, was wir mitnehmen. Immer so gut Baumaterial. Baumaterial ist gut. Zahnräder ist super. Aber einer ist immer schlecht. Ja, also einer ist. Steckt von 2 ist er schon wieder ja. Aber nur einer wäre schlecht. So, Bestandsteile nehmen wir mit. So, Sprit. Sprit? Nicht unbedingt. Ich würde sagen, Holz nehmen wir noch mit. Aber dann haben wir fast alles von der bombardierten Schule. Also entweder, wir machen es zum folgendermaßen, ja, sollte nächste Nacht die Straßen immer noch blockiert sein, dass wir dann nirgendwo hinkommen, dann werden wir nochmal hierher gehen. Ansonsten werden wir woanders hingehen, weil hier ist ja nur noch Holz und Holz können wir später auch mit der Axt überall rausholen.